Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play, San Andreas. Ja, ich habe einen auch sehr beliebten, bekannten GTA San Andreas Fan dabei, und zwar Teufel LP. Hallo Leute. Der sich jetzt nicht ganz sieht, aber er weiß ungefähr, wo ich bin. So, ich sense hier einfach mal gerade so einen Typen. Ja. Mit meiner... Was weiß ich? Oh, die wollen mich kloppen. Oh. Nein, nicht. Die wollen nicht, die wollen. Ne? Oh, ich habe die Steuer noch ein bisschen umgestellt. Oh, ist ein bisschen laut. Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Ey, das ist ja schlimm. Boah, Alter. Musik mache ich mal nicht ja, so laut. Ich muss ja zugeben, wo. Was? Ich muss dazugeben, wo ich das gespielt habe, bestand bei mir das Spielen zur Hälfte aus Trollen und irgendwie rumrennen, rum Leute abballern und zur Hälfte nur aus wirklich Missionen machen. Aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Ja, probieren wir jetzt einfach nochmal Zero. Ja, ich finde, es gehört auch einfach dazu, dass man nicht nur Missionen macht, sondern halt auch mal irgendwie seinen Spaß hat, indem man rumläuft und einfach arme Zivilisten tötet. Nein, ich wollte Steuerung ändern zu Fuß. Wo war denn das hier? Hier einsteigen soll. Nein. Soll. Nein, hier. Hä? Rücktaste. Ah. Das soll auf E sein. Und. Jo. Was? Ja. Also Mausblick. Was? Nach hinten sehen. Also, nach Mausblick machen wir mal mit P. So. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Warte mal. Optionen. Ja, es dauert ein bisschen. Mauseinstellungen. Maus vertikal invertieren. Was ist ein Invertieren? Umdrehen. Achso, guck hier. Also links ist rechts und rechts ist links und so weiter und so fort. Ja, jetzt habe ich's, das war an. So, und wir spielen New Model Army. What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about, man? Ist das die in diesem... Das ist das, ist das die, wo du mit den Bomben die Panzer und die Base zerstören musst, oder ist das das in echt, wo du die... Ja, das ist das. Okay. Dann das hasse ich ein bisschen. Das probiere ich jetzt nochmal, das haben wir nämlich schon mal gemacht. Okay, das, also ich glaube, die Steuerung war ein bisschen komisch, aber an sich Spaß hat's gemacht. Was alles lang her. Jetzt beknackt, ey. Ja, ich hab nicht so viel Zeit. Probier's aber auch gerade. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Was? Mit welcher Taste? Mit irgendeiner Taste konnte ich das Ding aufheben. Linksklick. Hallo? Runter? Ich glaube, es war irgendwas wie Z oder sowas, kann das sein? Ja, man hat dafür aber Z. Ach, drücke C, nee. T ist jetzt zum Drehen, aber wie komme ich denn runter? Ach so. Carl, I'm blocked. Ja, ich versuche das gerade aufzunehmen, mein Freund. Weiß jetzt gerade nicht mit welcher Taste. Ja, komm, flieg doch noch, Behinderter. Ich habe hier gerade leichte Steuerungsprobleme. Hä? Der ist gar nichts im Weg. Hä? Wir sind ja so blöd, das zu heben. Linksklick? Carl, Berkeley's blocked me again. Ja, ich versuch's gerade, aber irgendwie habe ich die Steuerung gerade vergessen. Und ich fliege wie so ein Behinderter über den Boden rum. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Hä? Das war doch Linksklick, oder? Also ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, auf der PS2 gespielt, Carl, immer. Move that obstruction. Ich hab's auch auf dem PC gespielt, aber das ist so lange her. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Carl, I'm blocked. Weißt du denn, wie dieses kleine Flugzeug heißt? Ach, ich hab's jetzt einfach weggeschoben. Das ist ein... Keine Ahnung, irgendwas mit G. Goblin. Goblin? Ja. Okay. Ein RC Goblin. Aus San Andreas. Nein, zurück. Das werden wir eh nicht schaffen, 5 Minuten noch.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich den meinen Magnet benutze. Okay, der ist einfach mal so eiskalt durch das Fass durchgefahren. Ist auch okay. Und ich hasse ein bisschen die Kameraeinstellung in dem Spiel. Zumindest dreht er sich also im GTA-Wiki steht leider nicht die Tastenbelegung, das tut mir leid. Also das ist echt die happischste Mission, aber die muss ich machen, leider. Ich muss alle Missionen, glaube ich, machen. Und da ist auch so eine scheiß Decke. Also man kann also nicht ganz nach oben fliegen. Sonst knallt man dagegen. Wie fandest denn du die Mission? Alter, es ist einfach... Schrecklich. Ich komme nicht herunter. Ja, man muss doch da die Panzer zerstören und sowas, ne? Ja. Ich fand die eigentlich ganz cool. Ich finde die Problem ist auch irgendwie die Steuerung gewesen bei mir. Die Steuerung war auch ein bisschen blöd, aber irgendwie die Mission an sich habe ich ganz gut in Erinnerung. Hä? Ich habe keine Ahnung. Aber du bist doch schon in San Fierro, ne? Ja, schon lange. Oder San Fierro die zweite Stadt? Nee, erste? Hä? Oh Gott. Also. Steht, muss doch irgendeine Steuerung stehen, ey. Steuerung im Fahrzeug. Nee, steht glaube ich nichts irgendwie so. Wird? Zwei? Nee. Spezialkontrolle. Nee. Nee. Wird? Also keine Ahnung, ich probiere jetzt einfach mal alle Tasten aus, die es so gibt. 2, Enter, Z, T. Boah, das ist eine behinderte Mission, weil die Steuerung einfach so behindert ist, weil du musst mit WSAD und mit den Pfeiltasten steuern. Das ist einfach ein bisschen behindert. Meine Frage, hast du eigentlich vor, diese Gang Wars noch zu machen am Ende? Gang Wars? So Straßenkämpfe. Ne, quasi bis ihr die ganze Stadt, die Gebiete übernehmen, bis ihr die ganze Stadt gehört und so. Könnte ich ja noch machen eigentlich. Weil ich habe das nie geschafft. Ich wurde andauernd wieder in anderen Gebieten angegriffen, dass ich dahin musste. Und irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Aber kann gut auch an mir gelegen haben, das bezweifle ich nicht. Mein Magnet nicht aktivieren kann. Wir sehen uns gleich wieder, bis ich das irgendwie hinbekommen habe. Bis dahin, Leute. Okay. Da sind wir wieder, Leute. Die Steuerung ist total beknackt gerade. Die ist irgendwie total durch den Wind. Die ist jetzt auf Null. Ja, komm, wir haben 3 Minuten. Das können wir eigentlich schon vergessen. So komme ich hier runter. Und auf Null kann ich die hier absetzen, wenn ich runtergehe. Carl, I need a bridge now. Ja, du kriegst ja auch kleine Brücke hier. Hä? Was geht denn ab? Get me a plank to cross that river. Also mit Steuerung. Mit der anderen Steuerung. Steuerung rechts. So, jetzt hat er da endlich mal gesettet. So, jetzt mal drehen und darüber. Berkeley's using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Ja, jetzt muss ich eine Bombe nehmen. Das ist jetzt auch viel zu spät schon. Du sagst gar nichts mehr. Ja, ich kann ja ohne die Mission zu sehen, da jetzt wenig. Ja, ich muss noch jetzt zu sagen. So eine Bombe holen. Aus dem scheiß Lager und ich muss erstmal die Bombe runterkommen. Es ist eine. Leute, ihr wollt diese Mission nicht spielen. Sie ist so ist sie. Behindert. Deutsch. Behindert. Ja, jetzt habe ich erst die Bombe aufgesammelt. Drehe ich mein Fahrzeug und gebe Vollgas nach vorne. Carl, move that obstruction. What? Ich habe jetzt eine Bombe geholt. Also schlaues Kind. So. Carl, I'm blocked. So, und jetzt wieder T. Oh Gott, ja, also wir haben nur noch 1 Minute, das können wir eigentlich schon vergessen. Aber gut, dass ich jetzt die Steuerung weiß, dann versuchen wir es nochmal. So, ich will nicht dich anheben, ich will eigentlich das Fass aufheben. So, ja, hoffentlich. So,
So, mal gucken. Den habe ich in die Luft gejagt. Was kommt da noch im Weg? Da ist wieder was im Weg. Das räumen wir schon mal weg. Obwohl, wir können es nicht mehr schaffen. Ne, du. Das kann ich jetzt noch wegräumen hier, so. Aber sonst... eigentlich keine Chance. Ja, genau! Ist der bekloppt? Ist der bekloppt, der Junge? Der hat gerade 4 Fässer auf eine Stelle geworfen. Ich muss jetzt alle wegräumen, oder was? 4 Fässer. Ja, komm, 10 Sekunden. Also, ich bin mir jetzt hier gerade mal an... also, ich schaue mir hier gerade mal ein YouTube-Walkthrough an. Das Witzige ist, die Kommentare darunter sind witziger als das Video. Hier steht, jeder hasst diese Mission. Jeder Kommentar ist, dass er diese Missionen hasst. Oh ja, er wird sie hassen. Und der eine schreibt aber, dass man auf dem PC linke Maustaste machen müsste. Für Sachen aufheben. Ja! Aber ich sah halt irgendwie verstellt. Aber ich erinnere mich noch an die Mission. Ja, das war so cool. Ich fand das cool. Aber es ist auch schwer zu treffen mit den Bomben. So, jetzt mache ich das nochmal. Jetzt mache ich das auch. So, und gleich zum ersten hinfliegen. Und ich krieg das jetzt hin, Leute. Ich krieg das hin. Ich krieg das nicht hin. Doch. Nein! Oh Gott, wie schlecht. Das war jetzt... das war scheiße. Wie kommt man nur aus so beschissenen Missionen, Leute? Das kannst du mal schön lassen hier. Oh, komm, dann holen wir uns gleich die Brücke. Aus dem Lager. Ich weiß, dass der eine haben will. Wie lange hast du noch? Hä? Ich habe noch 7 Minuten. Wie lange hast du noch Zeit? Wie? Ich habe noch 7 Minuten, also Timer. Ja, noch bis die Mission abgebrochen ist. Achso. Ja, bis. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. So, jetzt beeile ich mich. Jetzt muss ich, glaube ich, auch die Bombe holen. Ja. Ich. Ja. Oh, jetzt fliege ich wieder zurück. Ich habe noch gut Zeit und bombardiere schon mal den ersten warmen Panzer. Das fängt gut an auf jeden Fall. Es sieht ganz gut aus. Steuerung habe ich jetzt langsam auch etwas raus, aber nur etwas. Aber ich muss ehrlich zugeben, es hat sich in den anderen GTAs nicht wirklich zum Positiven verändert. Also Helikoptermissionen in zum Beispiel GTA Episodes from Liberty City, also The Ballad of Gay Tony. Die sind immer noch so schlimm. Also, naja gut, also man fliegt mit WASD und halt mit, ich glaube Pfeiltasten. Aber es ist ein ganz anderes Spielgefühl, wenn man einmal im Battlefield geflogen ist. Die fliegen sich viel besser. Vor allem zielen ist fast nicht möglich, finde ich. Nein, verdammt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Muss ich wieder zurück. Scheiße, jetzt habe ich, glaube ich, einen dicken Fehler gemacht. Jetzt bin ich voll... Komm. Mach's keinen Scheiß jetzt. Nice. Ja, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. So, muss ich wieder eine Bombe holen. Und der Bandit ist schon zu 3/4 zerstört. Was war das für ein Geräusch? Hallo? Geräusch? Keine Ahnung. Ich muss mich beeilen. Der Panzer greift unseren Banditen an. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, bitte nicht jetzt. Bitte nicht, Jesus. Jesus, nein! Wie weit sind wir denn schon? Oh, nicht mehr weit. Wo ist denn der Panzer? Da ist der Panzer. Der Panzer ist weg, mein Freund. So, schnell drehen. Gucken. Nein, ist er... Och nee, bitte jetzt nicht schon wieder, oder? Och nee, jetzt muss ich wieder ein Weg holen, also eine Brücke. Ja, hol eine Blanke aus der Basis. Ach, Leute, ey. 4 Minuten noch. Naja. Ja, hat er. Wo bist denn du im Moment?
Ich hab schon bei der zweiten Brücke, die du werfen sollst. Ja. Scheiße, Mann! Ich hab jetzt gerade die Bombe geholt. Scheiße, war das ein Fehler. Ich hab jetzt die Bombe geholt. Muss ich wieder zurückfliegen, ey. Ja, wirfst du doch einfach irgendwo ab und hol dir schnell noch die Planke. Oder Brücke. Wo ist denn die Brücke? Hier. Lass uns beeilen. Ah ja, das ist so eine Kack-Mission, sag ich euch. Leute. Was? Ja. Oh nee, jetzt, oder? Komm. Jetzt habe ich wieder so ein Problem mit Rückwärtsfliegen. Ja, ich weiß, dass der Bandit fast kaputt ist. Ist mir. Alter, ich krieg das nicht hin jetzt, oder? Komm, einfach runter. Ja, mach doch. Danke, danke. Jetzt Gas geben. Vollgas. So, wie viel haben wir denn noch? Da ist noch ein Fass, zwei Fässer, 3 Minuten. So, ich drehe das Ding erstmal wieder. Carl, I'm blocked. Ich weiß, dass du blockiert bist. Ich versuch's gerade. Okay, nice. Oh my God, Berkeley shot this bandit up pretty good. So. Und ich glaube, hier ist noch eine Brücke. Nein, hier ist gar nichts mehr. Nice. Carl, this bandit's nearly had it. Ja, ich weiß, dass dieser Ding fast hinüber ist. Jetzt muss ich ganz schnell mich beeilen und die Bombe holen, bevor der Bandit zerstört wird. Der hat nämlich nur noch ein Viertel. Carl, this bandit's nearly had it. So, jetzt beeilen. Weißt du, eigentlich fängt gut an gerade bei dir. Ja, aber der Bandit ist jetzt gleich zerstört, weil er hat nur noch 0,25. Oh my God. Berkeley shot this bandit up pretty good. Ich drehe schon wieder um, aber ich glaube, er ist zerstört gleich. Er hat nämlich nur noch einen kleinen Krümel. Strich, also hat er. Carl, this bandit's nearly had it. Er kommt jetzt nicht. Nein! Verdammt, er ist in die Luft gegangen. Er hat noch 2 Banditen, aber der Weg ist frei. Bringt das mir was? Ich weiß es nicht. Oh, der platziert ganz viele Fässer vor seiner Base. Tja, das wird ihm nichts bringen. 2 Minuten, ich weiß nicht. Jetzt wieder mal ein bisschen nach vorne fliegen und die Kamera ein bisschen einrichten, die total behindert ist, weil ich meinen Hubschrauber gerade von der Seite sehe. Hallo? Hallo. Ah. Nice, haben wir schon alles wieder weg. Und jetzt fliege ich mal nach vorne und gucke, ob Berkeley diesen Scheiß Heli wieder... Ja, der blockiert wieder was. Der hat wieder Laune. Aber das kann er sich schön abschminken, mein Freund. Na. Das kann sich der abschminken. Wir haben noch 1:30, das wird knapp heute. Aber ich räume jetzt einfach mal weg und verfolge den Goblin und guck, wo der gleich platziert. 1 Minute, das könnte knapp werden. Aber der Weg ist frei. Er müsste jetzt halt nur in 1 Minute jetzt da schon bei der Basis sein. Das wird sehr witzig werden. Fährt jetzt mein Bandit oder hält er an? Hallo? Fährt er? Bist du so blöd im Fahren oder fährst du nicht? Warum fährst denn du so lahm? Gib doch mal Gummi hier. Alter, 1 Minute. Fahr doch mal gescheit. Was macht denn der? Ich glaube, die Mission ist leider gefailed. Was ich schade finde. Ach, willst du da hinten wieder planten? Das kannst du dir schön abschminken. Wir haben 35 Sekunden. Ich glaube nicht, dass er es schafft, weil ein Scheißbandit kann der nicht mal einfach 1000 km/h irgendwie so machen. Ja, wie lahm der einfach ist. Oder? Moment, er muss noch hier um die Ecke und dann hier reinfahren. Ja komm, das schafft er eh nicht. Ist noch viel zu weit. 16 Sekunden, 15. Ist nämlich mal um die Ecke da vorne gekommen. Nein, das schafft er nicht mehr. Meine Fresse, ey. Ist der lahm, ey. Der kommt ja nicht mal richtig um die Kurve rum. Ja. Der ja, würdest du dann sagen, du hast versagt. Irgendeinen Fehler gemacht, wo du Zeit verloren hast, oder war das jetzt einfach... Ja, ich habe die Bombe genommen, statt die Planke. Gedächtnisverlust. Wir sehen uns gleich wieder, bis ich kurz vor...